Allahs Krieg gegen die Christen. Ich habe diesen Titel für mein neues Büchlein gewählt, um deutlich zu machen, dass die Verfolgung der Christen durch Muslime übernatürlich gesehen werden muss. Das heißt, als Krieg der Finsternis gegen das Licht. Konkreter, als Krieg Luzifers und seiner Dämonen gegen den Sohn Gottes und seine Jünger. Der Islam lehnt Jesus Christus entschieden ab. Isa, das arabische Wort für Jesus, ist nach der Offenbarung Allahs, wie sie im Koran aufgezeichnet ist, ein Geschöpf Allahs und ihm als Sklave unterworfen. Ich zitiere aus dem Koran. Vor Allah ist Jesus Adam gleich, den Allah aus Erde erschaffen hat. Eine andere Offenbarung Allahs lautet: Jesus ist nicht zu stolz, lediglich ein Diener Allahs sein zu wollen. Der Koran geht noch weiter. Wer könnte es Allah verwehren, wenn er Christus, den Sohn Marias, mit seiner Mutter samt allen Erdenbewohnern vertilgen wollte? Womit die absolute Unterlegenheit Jesu ausgedrückt werden soll. Wie den Gottessohn, so lehnt der Islam auch das Erlösungswerk Jesu Christi, sein Kreuzesopfer, ab. Das Kreuz ist jedem Muslim eine Torheit und ein Ärgernis. Ich zitiere aus dem Koran. Die Juden haben Jesus nicht getötet und nicht gekreuzigt, sondern einen anderen, der ihm ähnlich sah. Jesus als Gott anzubeten, ist für jeden Muslim das größte Verbrechen, dessen sich ein Mensch schuldig machen kann. Und deshalb müssen alle Christen verfolgt, zu Allah bekehrt oder umgebracht werden. Wenn ich von Muslimen spreche, dann meine ich die wahren Muslime. Ich meine die, die den Koran als Wort für Wort Offenbarung Allahs und deshalb jedes Wort als Handlungsanweisung verstehen. Ich rede nicht von den verweltlichten, bequemen Muslimen, die in Wahrheit keine sind, und deshalb auch nicht von Dialogisierern als so friedliebend vorgeführt werden können. Ein Muslim, der den Koran ernst nimmt, ist nicht friedliebend. Er darf es gar nicht sein, weil er dann die unmissverständlichen Befehle Allahs, die im Koran aufgezeichnet sind, entweder nicht kennt oder nicht befolgt. Für jeden Muslim sind folgende Offenbarungen Allahs absolut verbindlich. Ich zitiere: Die Ungläubigen werden von Allah wie das niedrigste Vieh betrachtet. An jenem letzten Tag wird in die Posaune gestoßen und Allah wird die Übeltäter mit den blauen Augen, also die Europäer, versammeln. Soweit Zitat. Christen sind nach dem Urteil der Muslime Götzenanbeter, weil sie angeblich drei Götter verehren: den Vater, den Sohn und Maria. So steht es im Koran festgeschrieben. Christen sind, weil sie Allah nicht anbeten, von ihm verflucht, der Hölle und des Todes würdig. Sie müssen verfolgt, bedroht, erniedrigt, diskriminiert, ausgebeutet und umgebracht werden. Ich zitiere aus dem Koran: Allahs Fluch über sie, Allah schlage sie tot. Haut ihnen die Köpfe ab und haut ihnen alle Enden ihrer Finger ab. Seid nicht mild gegen eure Feinde und ladet sie nicht zum Frieden ein. Ihr, die Muslime, sollt die Mächtigen sein, denn Allah ist mit euch. Soweit Zitat. In den Hadith, das sind die überlieferten Worte und Taten Mohammeds und ebenso verbindlich wie der Koran, wird Jesus als Vernichter des Christentums vorgestellt. Mohammed sagt über ihn, ich zitiere: Schwöre bei Allah, dass der Sohn der Maria zu euch als Schiedsrichter entsandt wird. Sodann wird er das Kreuz zerbrechen, das Schwein töten, den Krieg einstellen und das Geld wird sich so vermehren, dass keiner es wird annehmen wollen. Soweit Zitat. Das Zerbrechen der Kreuze bedeutet endgültige Vernichtung des Christentums.
Die Tötung der Schweine soll den christlichen Schweinefressern beweisen, dass sie einer Irrlehre nachgelaufen sind. Und der Krieg wird deshalb nicht mehr sein, weil nach der Offenbarung Allahs am Ende der Tage der Islam die Grenzen der Erde erreicht hat, also überall verbreitet ist und alle Christen umgebracht oder zum Islam übergetreten sind. Nach seiner Wiederkunft, so sagt Mohammed, ich zitiere, wird Jesus heiraten und Nachwuchs haben. Er wird noch 40 Jahre weiterleben, dann wird er sterben und man wird ihn in meinem Grab neben mir bestatten. Soweit Zitat. Die Verfolgung der Christen ist von Allah unmissverständlich befohlen. Sie begann bereits unter Mohammed, der 66 Kriege gegen alle führte, die sich Allah nicht freiwillig unterwarfen. Neben dem religiösen Motiv, die Christen mit Gewalt zu bekehren oder umzubringen, hatte Mohammed es auf die Reichtümer Ostroms auf Byzanz abgesehen. Weil ihm von Allah geoffenbart worden war, so steht es im Koran, sie sammeln Schätze von Gold und Silber und verwenden sie nicht für Allah, verkünde ihnen eine große Pein. Weil Mohammed für seine Kriegszüge viel Geld brauchte, ließ es nicht alle Christen, die er besiegt hatte, töten, sondern schloss mit einigen christlichen Fürsten Verträge. Das Leben der Dhimmis, der sogenannten Schutzbefohlenen, wurde geschont, wenn sie Kopfsteuer bezahlten. Auf diese sogenannten Friedensverträge verweisen Muslime gern bei Dialogveranstaltungen, um den Islam als Religion des Friedens vorzustellen. In Wahrheit verstehen sie unter Frieden aber den Zustand, der erreicht ist, wenn der Islam weltweit über alle anderen Religionen gesiegt hat. Und nur so kann der Islam als friedlich verstanden werden. Schon Mohammed gelang es, alle christlichen Gebiete seiner Heimat, dem heutigen Saudi-Arabien, blutig zu unterwerfen. Treu dem Befehl Allahs, bekämpft mit dem Schwert, die nicht an Allah glauben, bis sie Kopfsteuer bezahlen und damit bekennen, dass sie klein und unbedeutend sind. Noch kurz vor seinem Tod verflucht Mohammed alle Christen und prophezeit, dass Byzanz untergehen wird und alle Schätze unter die Muslime verteilt würden, damit sie weiter Krieg gegen die Christen führen können. Seine Prophezeiung erfüllt sich mit der Eroberung Konstantinopels, heute Istanbul, im Jahre 1453. Und bis heute führen Muslime Allahs Krieg gegen die Christen. Alle 3 Minuten stirbt ein Christ in unserer Zeit dem Martyrertod, umgebracht von Muslimen oder anderen Feinden Jesu Christi. Dass der Islam dem Falschpropheten Mohammed nur mit dem Ziel geoffenbart wurde, das Christentum zu vernichten, haben große christliche Persönlichkeiten, heilige Päpste und Bischöfe schon früh erkannt und die ihnen heilige Pflicht erfüllt, über den Islam aufzuklären, Mohammed als Werkzeug des Bösen zu enttarnen, Jesus Christus zu verteidigen, den Muslimen das Evangelium zu predigen und ihrem Eroberungswillen Widerstand entgegenzusetzen. Wie weit sind wir heute davon entfernt? Nicht nur, dass führende Vertreter der katholischen Kirche diese ihre Pflicht nicht erfüllen, nein, sie bekämpfen diejenigen, die warnend ihre Stimme erheben und mutig über das wahre Wesen des Islam und die wahren Ziele aller Muslime aufklären. Über diese Verfolgung könnte ich aus eigenen Erfahrungen ein ganzes Buch schreiben. So viel Material hat sich in meinem Archiv angesammelt. Nur einige wenige Beispiele des gebotenen Widerstandes aus der Geschichte. Bereits 8 Jahre nach dem Tod Mohammeds, der im Jahr 632 starb, verweist Bischof Johannes Nepomuk mit Blick auf den Islam auf das 13. Kapitel der Apokalypse, in dem es unter anderem heißt, zitiere, der Drache verlieh dem Tier seine Macht, seinen Thron und große Gewalt. Und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen
und sie zu besiegen. Bischof Theodoros, auch Abu Kura bekannt, im 9. Jahrhundert Bischof in Mesopotamien, dem heutigen Irak, schreibt unter anderem in seinem Werk über den Islam, ich zitiere, der verrückte Lügenprophet Mohammed sagte von einem Dämon besessen Folgendes: Allah hat mich gesandt, das Blut derer zu vergießen, die das Göttliche als eine dreifache Natur verehren. Also die Christen, da sie Gott als den Dreieinigen anbieten. Auch ich komme zu dem Schluss, dass Mohammed besessen war und versuche das in meinem Büchlein, geführt von Dämonen, mehr aber noch in dem Büchlein der Prophet Allahs zu beweisen. Der heilig gesprochene Petrus Venerabilis fragt im 11. und 12. Jahrhundert in seiner Schrift gegen die Irrlehre der Sarazenen, im Mittelalter nannte man die Muslime Sarazenen, zitiere, welche Irrlehre hat jemals solche Qualen über das christliche Gemeinwesen gebracht, indem der Wahnsinn des Mohammed ganze Völker vom Christentum abbrachte? Entzog er Christus den Boden und bereitete dem Teufel eine Heimstatt. Die Hauptabsicht des Islam ist es, den Glauben daran zu verhindern, dass unser Herr Jesus Christus Gott ist. Soweit Zitat. Der selige Papst Urban II. Klagt in seinem Aufruf zum ersten Kreuzzug auf der Synode von Clermont im 11. Jahrhundert, zitiere, ein verworrenes und völlig gottentfremdetes Volk, nämlich die Türken, ist in die Länder der Christen, ins Heilige Land und Byzanz eingefallen, hat sie durch Schwert, Raub und Brand verwüstet, die Einwohner grausam getötet oder in die Sklaverei weggeführt, die Kirchen Gottes teils zerstört, teils für den eigenen Kult missbraucht, also in Moscheen umgewandelt. Sie schänden und zerbrechen die Altäre, beschneiden die Christen, gießen das Blut bei der Beschneidung auf die Altäre und in die Taufgefäße, und was soll ich von der abscheulichen Schändung der Frauen sagen? Und so weiter. Der erste Kreuzzug war erfolgreich. Jerusalem, schon wenige Jahre nach dem Tod Mohammeds von den Muslimen erobert, konnte zurückgewonnen werden. Und allen Geschichtsfälschungen und Dialogisierern zum Trotz muss gesagt werden, dass die Kreuzzüge Verteidigungskriege waren, um die Wallfahrer ins Heilige Land zu schützen und vor allem das Heilige Grab, das immer wieder Angriffsziel der Muslime war, weil es Zeugnis ablegt vom auferstandenen Christus, der Satan und den Tod besiegt hat. Das aber können die Feinde Jesu Christi nicht ertragen. Seit seiner Offenbarung ist die Geschichte des Islam vom Dschihad, vom Krieg Allahs gegen die Christen geprägt. Bis heute gilt für alle Muslime, die gegen die Christen antreten, die Offenbarung des Koran, ich zitiere, nicht ihr habt die Christen getötet, Allah hat sie getötet. Nicht ihr habt geschossen, sondern Allah. Allah, das heißt Luzifer, führt diesen Krieg gegen die Christen. Die verführten Muslime sind nur seine Werkzeuge. 33 Mal ruft Allah im Koran zum Qital, das heißt ausdrücklich zum Kampf mit der Waffe auf. Und unmissverständlich befiehlt Allah, zitiere, der Kampf mit der Waffe ist euch vorgeschrieben. Kämpft mit der Waffe gegen sie, bis die Religion Allahs, also der Islam, allein überall herrscht. Marc Gabriel, der vom Islam zum Christentum konvertierte ehemalige Professor für Islamgeschichte an der bedeutendsten islamischen Universität der Welt, der Al-Azhar in Kairo, schreibt in seinem Buch Islam und Terrorismus, ich zitiere, Dschihad, also der sogenannte Heilige Krieg, bedeutet schlicht, dass Muslime gegen die Feinde Allahs, und das sind alle, die sich Allah nicht unterwerfen, kämpfen müssen. Der Islam ist voller Diskriminierungen gegen die Christen. Der Hass ist in diese Religion eingebaut. Die islamische Geschichte, die mein besonderes Fachgebiet war,
ist nur als ein einziger blutiger Strom zu charakterisieren. Soweit der ehemalige Professor für Islamgeschichte an der Al-Azhar-Universität, heute Christ. Alle historischen Quellen, die arabischen, türkischen, armenischen, lateinischen, byzantinischen und slawischen, bezeugen, dass der Dschihad gegen die Christen überall in der Welt nach denselben Regeln geführt worden ist und in die Gegenwart, und die Gegenwart beweist, dass er immer noch nach denselben Regeln geführt wird. Unterwerfung, Versklavung, Folterung, Plünderung, Zerstörung und Ermordung. Wem das Leben geschenkt wird, der muss es sich immer wieder durch Kopfsteuer und andere Dienste neu erkaufen. Im Dschihad besiegte Völker sind nur dazu da, den Zielen der Muslime zu dienen. In allen islamischen Ländern außerhalb Arabiens waren die Christen in der Mehrheit. Heute sind sie in den von Muslimen eroberten Ländern in der Minderheit. Die sogenannten christlichen Schutzbefohlenen in den islamischen Ländern, auf die von dialogführenden Muslimen immer gern hingewiesen wird, um den ach so toleranten Islam zu beweisen, sind in Wahrheit in den Augen der Muslime minderwertige Geschöpfe, die klein gehalten und ausgebeutet werden müssen. Demütigung und Spott sollen das Los jener sein, die meinem Wort nicht gehorchen, befiehlt Allah im Koran. Abd al-Din vom syrisch-orthodoxen Kloster in Warburg, Hessen, der seine Heimat, die Türkei, als verfolgter Priester verlassen musste, schreibt in seinem Buch Die syrisch-orthodoxe Kirche von Antiochien, ich zitiere, die türkischen Beamten sind scharf gegen die christliche Religion eingestellt. Die gewaltsame Unterdrückung anderer Religionsgemeinschaften durch den Islam ist nach dessen eigenen Vorschriften eine sehr gute Tat, durch welche der gläubige Muslim den Willen Allahs erfüllen kann. Für die Muslime gibt es die Würde des Menschen nur im Bereich der islamischen Glaubensgemeinschaft. Mitglieder anderer Religionsgemeinschaften besitzen keine menschliche Würde. Sie sind nur dem äußeren Anschein nach Menschen. Und gleichzeitig Geschöpfe, die Allah zum Nutzen der muslimischen Glaubensgemeinschaft erschaffen hat. Noch konkreter gesagt, die Menschen außerhalb der muslimischen Glaubensgemeinschaft sind nur dem Äußeren nach Menschen, in Wirklichkeit stehen sie auf der Stufe wie Tiere. Sie sind Geschöpfe wie diese und produzieren Lebensmittel für den Islam, für das Volk Allahs, wie auch die Tiere Nahrungslieferanten für den Menschen sind. Wenn ein Muslim einen Christen zu bekehren versucht und der Christ dies ablehnt, dann darf ihn der Muslim nicht nur umbringen, sondern er ist vom Koran her dazu verpflichtet. Die Muslime nennen diese Tat Kesk, das heißt waschen. Nach der Tötung muss nämlich der Muslim seine Hände mit dem Blut des Umgebrachten waschen, damit sie im Paradies bei Allah leuchten können, weil er für seine Religion jemanden, der Allah ablehnte, umgebracht hat. Die Ideologie des Dschihad ist keine Sache vergangener Jahrhunderte. Soweit der Abt. Bis heute ist es Christen in islamischen Ländern verboten, neue Kirchen oder Klöster zu bauen. Restaurierungen alter Gebäude aus vorislamischer Zeit sind nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Bis heute werden Kirchen und Klöster von Muslimen in Brand gesteckt, zerstört oder geschändet. Bis heute werden Priester umgebracht, wie im Februar dieses Jahres der katholische Priester Andreas Santoro in Trabzon, Nordtürkei, der von einem 16-jährigen Muslim von hinten erschossen wurde, als er im Gebet nach der Heiligen Messe vor dem Tabernakel kniete. Als Mordmotiv gab der Muslim den Streit um die Mohammed-Karikaturen an. Aber was ist die dänische Karikatur, die Mohammed mit einer Lunte am Turban darstellt, gegen die blutige Verfolgung von Millionen Christen in der gesamten Geschichte des Islam? Die Karikatur zeigt Mohammed als bewaffneten Kriegstreiber. Und was ist er anderes? Und was sind die islamischen Terroristen von heute anderes als treue Nachfolger Mohammeds? Der Terrorist Omar Abdelrahman, Drahtzieher des ersten Bombenanschlags auf das World Trade Center im Jahr 1993, erklärt, der Dschihad, also der Krieg mit der Waffe gegen die Christen, und das Töten sind das Haupt des Islam.
Wenn man sie herausnimmt, dann enthauptet man den Islam. Es ist doch Mohammed, der wie die Terroristen die Befehle Allahs ausgeführt und dazu aufgerufen hat, und dies für alle Zeiten bis zum jüngsten Tag. Mark Gabriel sagt, Mohammeds Leben und Lehren bilden die Grundlage der Kriegsführung, die heute praktiziert wird. Und der ehemalige Muslim und heutige Theologieprofessor Dr. Erwin Kahner in Texas schreibt unter anderem, Tausende Menschen verloren ihr Leben am 11. September 2001, als das World Trade Center zum Trümmerhaufen wurde. Aber folgten diese Männer, die das Flugzeug in die Zwillingstürme des World Trade Centers und in das Pentagon flogen, den Hassfantasien von Sektenführern, die die friedliche Religion des Islam pervertiert hätten? Wir sind der Meinung, dass die Idee der militärischen Eroberung wesensgemäß zum Islam dazugehört. Die Terroristen des 11. September waren nicht ein paar Verrückte, die den Koran für ihre politischen Zwecke missbrauchten, wie es die Presse immer wieder vorstellt, sondern sie kennen ihren Koran gut und befolgen seine Lehre zum Dschihad aufs Wort. Und im Koran wie im Hadith gilt, dass der Ungläubige entweder bekehrt oder bekämpft werden muss. Der militärische Kampf ist eine absolute Notwendigkeit, wenn Allah die ihm zustehende Ehre erfahren soll. Soweit Zitat des Konvertiten. Alle Muslime, die zum Christentum konvertiert sind, bestätigen, was Mark Gabriel sagt. Zitiere. Der Dschihad, also die blutige Verfolgung der Christen, ist die Motivation hinter fast jedem Terrorakt, der im Namen des Islam verübt wird. Die Tötung unschuldiger Menschen im Namen Allahs ist die beständige Praxis des Islam in aller Welt. Sie findet auch jetzt unter Millionen Christen statt. Wir stehen heute einem äußerst gefährlichen Feind der Menschheit gegenüber. Wir haben es mit einem Feind zu tun, der durch seinen Glauben, also durch seinen Irrglauben an Allah, motiviert wird. Sie lesen alle dasselbe Drehbuch, den Koran. Sie wollen alle nichts Geringeres als die Herrschaft über die Welt und ihre Unterwerfung unter den Islam. Soweit Professor Mark Gabriel. Und dass Allah über seine Werkzeuge unverändert auch heute seinen Krieg gegen das Christentum und die Christen führt, sollen einige Beispiele aus der letzten Zeit beweisen. Im März 2006 konnte der Südwestrundfunk den ARD-Film Terror gegen Christen nicht senden, weil christliche Institutionen in Bethlehem um das Leben der Christen fürchteten. Der Film war mit folgender Werbung angekündigt worden. Mord, Landraub, Vergewaltigung, Gewalttaten auf offener Straße. Seit etwa 10 Jahren terrorisieren islamische Fundamentalisten die christliche Bevölkerung Bethlehems. Eine Minderheit, die sich nicht wehren kann. Die palästinensische Autonomieregierung und ihre Sicherheitskräfte schauen tatenlos zu. Das ist eines der Hauptprobleme von Christen auch in islamischen Staaten, die Menschenrechtserklärungen unterschrieben haben. Bei Verfolgung, Diskriminierung und Ermordung von Christen schaut die Polizei tatenlos zu, beziehungsweise sie schaut weg. Afghanistan zum Beispiel hat die UN-Menschenrechtskonvention unterzeichnet und sich damit verpflichtet, die Religionsfreiheit zu garantieren. Das heißt, das Recht, die Religion zu wechseln, nach Artikel 18. Wie ernst es im konkreten Fall den islamischen Ländern mit dieser Verpflichtung ist, wurde im März dieses Jahres deutlich, als der afghanische Christ Abdul Rahman vor Gericht stand und wegen seiner Konversion zum Christentum zum Tode verurteilt werden sollte. Sein eigener Vater hatte ihn angezeigt, weil Abdul, nachdem er in Pakistan für eine Hilfsorganisation und 2 Jahre in Deutschland, in Passau, gearbeitet hatte, seine beiden Töchter, die in dieser Zeit bei der Großmutter gelebt hatten, zu sich holen wollte. Die Anklage des Vaters, Abdul ist Christ und er hat versucht, andere Familienmitglieder zur Lehre Jesu zu bekehren. Nach dem Koran und dem islamischen Recht der Scharia steht auf die Konversion zum Christentum die Todesstrafe. Das heißt im Koran unmissverständlich, wenn sie sich vom Islam abkehren, so ergreift sie und tötet sie. In Afghanistan bedeutet das Tod durch Erhängen oder Erschießen.
Vor Gericht bekennt Abdul mutig: Ich glaube an Jesus Christus und ich bin bereit zu sterben, wenn ich sterben muss. Gott sei Dank gelangte dieser Fall in die internationalen Medien, Politiker und die Kirchen protestierten. Diesem Druck gab die afghanische Regierung nach. Mit einem Trick wurde Abdul auf freien Fuß gesetzt. Eine ärztliche Untersuchung bescheinigte Abdul, dass er geistesgestört sei. Eine Beleidigung für uns Christen. Aber das Leben Abduls ist weiter bedroht. Hamidullah, Imam der großen Haji Yaqub Moschee in Kabul, droht: Die Bevölkerung wird Rahman töten, denn er ist vor die Medien getreten und hat bekannt, Christ zu sein. Und Abdul Rauf, Imam der Herati Moschee, fordert: Sein Kopf sollte abgeschnitten werden, seine Konversion ist eine Demütigung für den Islam. Vor Gericht erklärt Abduls Vater: Wenn mein Sohn für die Sache des Islam sterben muss, dann soll er sterben. Er hat Schande über uns gebracht. Ich erinnere daran, dass im Februar 2006 der katholische Priester Andreas Santoro während des Gebetes nach der Heiligen Messe erschossen wurde. Bischof Luigi Padovese, der in Anatolien 3500 Katholiken betreut und zu dessen Bistum Don Santoro gehörte, klagt in der deutschen Presse, zitiere: In den türkischen Medien wurde immer wieder berichtet, Santoro habe den Jugendlichen, der ihn ermordet hat, Geld gegeben, damit er sich zum Christentum bekehrt. Aber das entspricht nicht der Wahrheit. Falsche Informationen über das Christentum und die katholische Kirche sind an der Tagesordnung, Woche für Woche. Ich glaube, dass die Presse gesteuert wird. Es gibt in der Türkei viele Christen, mehr als man meint. Nur haben sie Angst, den Glauben zu bekennen. Zum Beispiel die Angst vor der Arbeitslosigkeit. Ich habe einmal einem armenischen Christen zu Weihnachten eine Kette mit einem Kreuz geschenkt. Sein Chef hat das Kreuz gesehen und diesen Mann sofort entlassen. Soweit Bischof Padovese. Wenn auch die einzelnen islamischen Staaten ethnisch, sozial, politisch und kulturell unterschiedlich verfasst sind und deshalb die Situation der Christen verschieden ist, den einzelnen islamischen Staaten, so ist aber doch allen islamischen Staaten gemeinsam, dass sie die christlichen Bewohner unterdrücken und verfolgen. Die Christen erleiden Massaker und Übergriffe aus nichtigen Anlässen, Zerstörung ihrer Kirchen und Klöster, ihrer Häuser, Geschäfte, Autos und andere Eigentums. Das bedeutet Benachteiligung in Bildungseinrichtungen, Nachteile bei Prüfungen, kein oder beschränkter Zugang zu bestimmten Berufen und politischen Ämtern, Arbeitslosigkeit. Christ zu sein bedeutet, Verbot öffentlicher christlicher Veranstaltungen erleiden zu müssen, bedeutet, überwacht, bespitzelt und kontrolliert zu werden, bedeutet, zur Teilnahme am Islamunterricht gezwungen zu werden und den Koran lesen zu müssen, bedeutet latenter und offener Druck, bedeutet, dem Druck ausgesetzt zu sein, den Islam anzunehmen, bedeutet Morddrohung, Inhaftierung, oft wegen angeblicher subversiver Tätigkeit, Folter, Vergewaltigung, bedeutet ausgewiesen, schikaniert, gedemütigt, beleidigt, misshandelt, enterbt, enteignet, benachteiligt, provoziert, versklavt zu werden, bedeutet den Verlust der Heimat, um sich durch Flucht einem Todesurteil zu entziehen, das auf Konversion, angeblicher Beleidigung Mohammeds oder Missionstätigkeit steht. Christ zu sein bedeutet, keinen christlichen Namen tragen zu dürfen, seine Religionszugehörigkeit im Pass eintragen zu müssen, um schneller identifiziert zu werden, bedeutet mangelnde rechtliche Sicherheit und viele andere Verfolgungsarten mehr. Zurzeit leiden weltweit 200 Millionen Christen unter Benachteiligung und Verfolgung. Die meisten von ihnen sind Opfer von Muslimen. Aber wie in den Zeiten des Nationalsozialismus und Kommunismus, so berichten auch heute die Medien kaum über Christenverfolgung. Sobald aber Nachrichten wie über den Christen Abdul Rahman in die Öffentlichkeit gelangen, erhöht dies den Druck auf die jeweilige Regierung und verbessert bzw. heilt die Verfolgungssituation. Und deshalb muss immer wieder
die Öffentlichkeit informiert und aufgeklärt werden über das, was in islamischen Staaten vor sich geht. Und deshalb haben wir uns zur Stimme der Verfolgten gemacht. In jeder Kurierausgabe der christlichen Mitte regen wir an, unter dem Symbol der Rose zu Aktionen für unschuldig Verfolgte mit der vollständigen Anschrift von Botschaften oder verantwortlichen Politikern. Durch unsere Flugblätter Christenverfolgung heute und das neue Büchlein Der Krieg Allahs gegen die Christen versuchen wir bedrängten Christen zu helfen, indem wir zuerst ihre Not und deren Ursachen bewusst machen und zur Verbreitung dieser Aufklärung anregen. Ich darf Sie deshalb herzlich bitten, diese Aktion zu unterstützen. Die Flugblätter geben wir gern kostenlos auch in größeren Mengen ab und das Büchlein Allahs Krieg gegen die Christen gegen eine Spende für unsere Selbstkosten, also für 2 €. Wie erklärt sich die Zurückhaltung auch der kirchlichen Medien, über die Verfolgungssituation der Christen in islamischen Ländern zu berichten? Ein Hauptgrund ist, dass man den christlich-islamischen Dialog nicht gefährden will. Oder deutlicher ausgedrückt die Hurerei mit dem Islam, diese unsägliche Anbiederung an die ach so friedfertigen Muslime, die unglaublichen Aussagen der Konzilsdokumente in Nostra Aetate und Lumen Gentium, die da lauten, zitiere: Mit Hochachtung betrachtet die Kirche auch die Muslime. Welche Muslime, frage ich? Gemeint sein können ja nur die wahren Muslime, also diejenigen, die Allahs Befehle als verpflichtend erkennen und danach handeln. Mit Hochachtung betrachtet die Kirche also die Muslime, wollte ich fragen, die Millionen Christen umgebracht und vielerlei Weise verfolgt haben? Welch unglaubliche Beleidigung und Provokation. Weiter heißt es im Konzilsdokument Nostra Aetate, Artikel 3, mit Hochachtung betrachtet die Kirche auch die Muslime, die den alleinigen Gott anbeten, den lebendigen und in sich seienden, barmherzigen und allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erde, der zu den Menschen gesprochen hat. Soweit Zitat. Welch unglaubliche Irrlehre. Die Muslime beten denselben Gott an wie wir Christen. Allah soll mit dem dreieinigen Gott, dem lebendigen, in sich seienden, barmherzigen und allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erde, der zu den Menschen durch Jesus Christus gesprochen hat, identisch sein? Wir haben denn die Konzilsväter nicht ein einziges Mal den Koran eingesehen, der Jesus Christus als Geschöpf Allahs vorstellt, der gegenüber Allah bekannt haben soll, dass er nicht Gott sei, sondern Sklave Allahs? Der nach dem Koran nicht am Kreuz gestorben und deshalb auch nicht von den Toten auferstanden ist, der seit der Offenbarung des Koran in seinen Jüngern, den Christen, verfolgt wird. Offenbar haben die Konzilsväter, die auch das Konzilsdokument Lumen Gentium unterschrieben haben, den Islam überhaupt nicht gekannt. Denn in letzterem Dokument wird unmissverständlich behauptet, ich zitiere, der Heilswille umfasst auch die Muslime, die mit uns Christen den einen Gott anbeten. Man begreift es nicht. Da ist es nur logisch, wenn auch alle deutschen Bischöfe in ihrer Arbeitshilfe Christen und Muslime aus dem Jahr 2003 den ungeheuerlichen und bis heute unkorrigierten Satz schreiben, Christentum und Islam stellen 2 verschiedene Zugänge zu demselben Gott dar. Damit diese unsäglichen Texte endlich revidiert werden, müssen wir diese zuerst einmal bekannt machen. Das sind wir den verfolgten Christen schuldig. Und deshalb bitte ich sehr herzlich, die beiden Faltblätter, was haben Licht und Finsternis gemeinsam, 2 Konzilstexte unter der Lupe und verbunden im Glauben an den einen Gott, Fragezeichen, zu verbreiten. Und haben Sie den Mut, bei jeder sich bietenden Gelegenheit Leserbriefe, vor allem an die Kirchenpresse, an führende Kirchenvertreter zu schreiben, darüber zu reden und auf die unglaublichen Falschaussagen hinzuweisen. Hoffen wir, dass die Versprechungen des Präsidenten der Glaubenskongregation Rom, Kardinal Levada, sich erfüllen, der nicht zuletzt auf die Unterschriftenaktion der Christlichen Mitte International hin am 11. Oktober 2005 bei einer Tagung in Rom erklärt hat, dass die Übersetzungen der Konzilstexte ungenau seien
und in den nächsten Jahren sorgfältige offizielle Übersetzungen in den Hauptsprachen erstellt würden. Aber das genügt nicht. In der lateinischen Originalfassung von Lumen Gentium zum Beispiel steht das Wort nobiscum, das heißt mit uns. Es steht da also wirklich im lateinischen Text, dass die Muslime mit uns den einen Gott anbeten. Und das kann keine bessere Übersetzung retten. Das muss korrigiert werden. Und deshalb geht unser Kampf weiter. Danke, dass Sie zugehört haben. Sorget euch nicht, bei mir ist Freude und viel Heiterkeit. Bleibet bei mir und ich zeige euch den Weg. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, dann werdet ihr mich kurz etwas zur innerkirchlichen Verfolgung, also für Verfolgung von Katholiken innerhalb der katholischen Kirche heute sagen. Wir feiern gleich das heilige Messopfer im klassischen römischen Ritus, auch die alte lateinische heilige Messe genannt oder Missa Tridentina nach dem Konzil von Trient. Wer wie ich ein sogenanntes Messzentrum leitet, also eine Kapelle, in der ausschließlich die heilige Messe im alten Ritus gefeiert wird, oder wer Gelegenheit hat, diese altehrwürdige Liturgie zu besuchen, weiß, dass es bei Priestern, Bischöfen und zahlreichen katholischen Gläubigen nicht nur Widerstand gegen diese Form der heiligen Messe gibt, sondern geradezu eine aggressive Feindschaft. Das weiß auch unser heiliger Vater, Papst Benedikt XVI., Bereits im Jahr 1988 klagt er in seiner Rede an die Bischöfe von Chile, was früher als das Heiligste galt, die überlieferte Form der Liturgie, erscheint plötzlich als das Verbotenste und als das Einzige, was man mit Sicherheit ablehnen muss. Und in seinem als Buch veröffentlichten Gespräch mit dem Journalisten Peter Seewald stellt unser Papst fest, wer sich heute für den Fortbestand dieser Liturgie einsetzt oder an ihr teilnimmt, wird wie ein Aussätziger behandelt. Hier also bei den Gegnern endet jede Toleranz. Derlei hat es in der ganzen Geschichte nicht gegeben. Man ächtet damit ja auch die ganze Vergangenheit der Kirche. Und klar und deutlich fordert der Papst, die Ächtung der bis 1970 gültigen Form der Liturgie muss aufhören. Der Kampf um die Missa Tridentina kann ebenso wie der Kampf Allahs gegen die Christen nur als übernatürlich erklärt werden. Das heißt,
als Kampf der Finsternis gegen das Licht. Und er wird deshalb nie zu Ende sein. Lassen Sie mich nur ein Beispiel erzählen, wie Herr Pfarrer Pietrek als Celebrant der Missa Tridentina gedemütigt worden ist. Am 13. Juli 2004 richteten sich 350 Katholiken am Bischof Becker, Erzbischof von Paderborn, mit folgender Bittschrift. Mit großem Befremden mussten wir am Dienstag, den 13. Juli 2004, in Mönninghausen, das liegt in Westfalen, erfahren, dass der neue Gemeindepfarrer Thomas Schmidt kurz vor Beginn der Heiligen Messe unserem hochgeschätzten Pastor und Beichtvater Winfried Pietrek das Betreten der Kirche verbot und Hausverbot für alle Zukunft erteilte, um ihn daran zu hindern, die Heilige Messe im römischen Ritus zu feiern, wie Pastor Pietrek es seit vielen Jahren tut. Er war 23 Jahre in Mönninghausen als Beichtvater und Celebrant jeweils am 13. eines jeden Monats in einer Sühnenacht tätig. Das Bittschreiben der 350 Katholiken wurde vom Prälat Dr. Heribert Schmitz in einem Brief an den erwachsenen Messdiener Lothar Bücker im Auftrag des Paderborner Bischofs beantwortet. Zitiere: Die Maßnahme, dass Pfarrer Thomas Schmidt, Herrn Pfarrer Pietrek die Zelebration in der Mönninghauser Pfarrkirche untersagt hat, ist in Absprache mit uns, also mit dem Erzbischof von Paderborn, erfolgt. Pfarrer Pietrek wandte sich an die päpstliche Kommission Ecclesia Dei in Rom und verwies auf sein von Rom erteiltes Celebrit für die Missa Tridentina. Es antwortete Kardinal Hoyos, der Präsident der päpstlichen Kommission, persönlich, unter Versicherung seines Wohlwollens unserem Anliegen gegenüber. Zur gleichen Zeit antwortete Monsignore Perl einem erwachsenen Messdiener von Pfarrer Pietrek, der ebenfalls an die Kommission geschrieben hatte, mit dem Versprechen, Kardinal Hoyos würde beim Paderborner Bischof intervenieren und bat um einen praktischen Vorschlag, wie das berechtigte Anliegen aus unserer Sicht verwirklicht werden könnte. Da der neue Pfarrer von Mönninghausen sich sperrte, versuchten die beiden Messdiener von Pfarrer Pietrek nach Geseke, einer nahen Kleinstadt, auszuweichen. Dieser Pfarrer war aber bereits von Paderborn benachrichtigt, dass er auf keinen Fall die Erlaubnis geben dürfe. Nach einigen Monaten ergab sich in der Wallfahrtsbasilika Werl die Gelegenheit, jeweils am Herz-Jesu-Freitag die Missa Tridentina mit Herrn Pfarrer Pietrek zu feiern. Das ging ein halbes Jahr gut. Dann bekam Herr Pfarrer Pietrek vom Guardian der Franziskaner in Werl ein Schreiben mit folgendem Inhalt: Nach dem Veto des Erzbischofs von Paderborn habe ich mir überlegt, dass das, also die Feier der Missa Tridentina, nichts für uns ist. Wir dürfen auf keinen Fall in den Geruch des Fundamentalismus kommen. Das heißt, wir wollen es nicht. Herr Pfarrer Pietrek beschwerte sich in Rom. Er bekam zur Antwort wieder von Monsignore Perl: Haben Sie Dank für Ihren Brief vom 16. Februar 2006, in dem Sie sich berechtigterweise beklagen. Aber eines muss richtiggestellt werden: Sie sind nicht von Rom im Stich gelassen worden. Wir haben sofort an den Erzbischof von Paderborn geschrieben und ihn gebeten, eine Lösung für das angegebene Problem zu suchen. Die Antwort des Erzbischofs war offen und kategorisch ablehnend. Sie hatten gehofft, Rom würde ein Machtwort sprechen. Leider haben wir als Kommission diese Macht nicht. Man kann nur hoffen, dass der Heilige Vater die ganze Frage der katholischen Traditionalisten, die der alten lateinischen Liturgie verbunden sind, bald neu ordnet, wie er es vorhat, und dazu präzise Anweisungen gibt. Warum feiern wir das heilige Messopfer im klassischen römischen Ritus? Über die Missa Tridentina sagt das Konzil von Trient, ich zitiere: Die Menschennatur ist so beschaffen, dass sie nicht leicht ohne Beihilfe von außen zur Betrachtung göttlicher Dinge emporsteigen kann. So hat die Kirche bestimmte Formen für den Gottesdienst eingeführt. Ebenso nahm sie gottesdienstliche Handlungen in Gebrauch, die geheimnisvolle Segnungen, Lichter, Weihrauch, Gewänder und vieles andere dergleichen,
nach apostolischer Anordnung und Überlieferung. Dadurch sollte die Hoheit dieses großen Opfers zum Bewusstsein gebracht und die Herzen der Gläubigen mittels sichtbarer Zeichen dieses Gottesdienstes und der Frömmigkeit zur Betrachtung der erhabenen Dinge, die in diesem Opfer verborgen liegen, aufgerufen werden. Das Heilige muss heilig verwaltet werden. Wir feiern also das heilige Messopfer im klassischen Ritus, weil es auf die Apostel zurückgeht, vor allem aber, weil dieser Ritus die Realpräsenz, also die Gegenwart Jesu Christi und das Wesentliche der heiligen Messe, nämlich die Gegenwärtigsetzung des Kreuzesopfers unseres Erlösers, auf vollkommene Weise ausdrückt. Und zwar in den Gebeten, in den Gesten des Priesters, in der Zelebrationsrichtung, das heißt in der gemeinsamen Ausrichtung von Priester und Volk zum Herrn, zum Tabernakel hin, im Gebrauch der kirchlichen Sakralsprache, der lateinischen Sprache, in der Kanonstille, also vor, während und nach der heiligen Wandlung, im demütigen Knien, in der ehrfürchtigen Mundkommunion und anderen Ausdrucksformen mehr. Lassen Sie mich ganz kurz auf die Unterschiede zwischen altem und neuem Ritus eingehen. Nach außen drückt sich der wesentlichste Unterschied in der Zelebrationsrichtung des Priesters aus. In der alten Liturgie steht der Priester, der in der heiligen Messe die Gegenwärtigsetzung des Kreuzesopfers vollzieht, Gott zugewandt, dem er das Opfer darbringt. Also steht er vor dem Opferaltar. Im neuen Ritus steht der Priester hinter einem Mahltisch, den Gläubigen zugewandt. Welch ein Widersinn! In allen Religionen, auch den heidnischen, wenden sich die Menschen, wenn sie opfern, demjenigen zu, dem das Opfer gilt. Sie wenden sich nicht den Anwesenden zu. So ist es zum Beispiel Pflicht der Muslime, wenn sie Allah ihr Tieropfer darbringen, also schächten, Allah anzurufen und sich Mekka zuzuwenden, wo er in der Kaaba nach islamischer Auffassung seinen Sitz hat. Dass der neue Messritus einer neuen Theologie folgt, wird auch daran deutlich, dass in keinem einzigen Gebet ausgedrückt wird, dass die heilige Messe ein Sühnopfer ist. Das Opferungsgebet der alten Liturgie ist durch ein Tischgebet ersetzt. Bereits 1969, also ein Jahr vor Inkrafttreten des neuen Ritus, haben die Kardinäle Ottaviani und Bacci in ihrer kritischen Untersuchung des neuen Ritus, zitiere, ein auffälliges Abrücken von der katholischen Theologie der Heiligen Messe festgehalten. Bewiesen wird diese Feststellung in der Einleitung des neuen Messbuches, in der es heißt, zitiere, das Herrenmahl oder die Heilige Messe ist die Zusammenkunft oder die Versammlung des Volkes Gottes, das unter dem Vorsitz eines Priesters zusammenkommt, um das Gedächtnis des Herrn zu feiern. Das ist theologisch einfach falsch. Die Heilige Messe ist kein Gedächtnismahl, sondern ein Opfermahl. Das heißt die Gegenwärtigsetzung des Kreuzesopfers Jesu Christi, also ein Sühnopfer. Und der Priester ist bei der Feier der Heiligen Messe nicht Vorsteher der mitfeiernden Gemeinde, sondern Stellvertreter Jesu Christi, der dem himmlischen Vater das Opfer darbringt. Erst später wurde nach massivem Protest einiger Bischöfe der Einleitung des neuen Messbuches hinzugefügt, dass die Heilige Messe, ich zitiere, das Kreuzesopfer Christi zu allen Zeiten gegenwärtig setzt. Das war aber nur eine Ergänzung, alle anderen Aussagen blieben und die Ergänzung ist so lange ohne Inhalt, wie nach dem neuen Messordus die Heilige Messe als Mahl gefeiert wird, zu dem sich die Gemeinde unter dem Vorsitz eines Priesters versammelt. In seinem Geleitwort zur Gedenkschrift für den Liturgiewissenschaftler Monsignore Klaus Gamba stellt Papst Benedikt fest, zitiere, an die Stelle der gewordenen Liturgie hat man die gemachte Liturgie gesetzt. Man wollte nicht mehr das Organische werden und reifen, das durch die Jahrhunderte hin Lebendigen fortführen, sondern setzte an dessen Stelle nach dem Muster technischer Produktion das Machen, das platte Produkt des Augenblicks. Soweit der Papst. Und in seiner Autobiografie aus meinem Leben klagt der Papst, zitiere, ich bin überzeugt, dass die Kirchenkrise, die wir heute erleben, weitgehend auf dem Zerfall der Liturgie beruht, die mitunter so konzipiert, also so gefeiert wird,
dass es in ihr gar nicht mehr darauf ankommt, ob es Gott gibt, ob er uns anredet und erhört, da feiert die Gemeinde nur noch sich selbst. Aber das lohnt sich nicht. Soweit der Papst. Zusammengefasst kann man also mit dem Papst feststellen, dass in der alten Liturgie Gott im Mittelpunkt der Handlung steht. In der neuen aber nur allzu oft der Macher, der Mensch, der sich an die Stelle Gottes setzt. Und das ist so gewollt. Der neue Messritus wurde im Auftrag von Papst Paul VI. Federführend von Monsignore Annibale Bundini ausgearbeitet. Einige Jahre später wurde Bundini vom päpstlichen Gerichtshof der Zugehörigkeit zur Freimaurerloge überführt und in den Iran strafversetzt. Die neue Liturgie aber blieb und bringt bis heute faule Früchte aus freimaurerischem Geiste hervor. Warum feiern wir also die Heilige Messe im altehrwürdigen klassischen Ritus? Weil in ihm das wahre Wesen der Heiligen Messe, die Gegenwärtigsetzung des Sühnopfers unseres Erlösers und seine Realpräsenz, seine heiligste Gegenwart, auf vollkommene Weise ausgedrückt wird. Weil wir das Heiligste heilig halten wollen. Jesus, auf dich vertraue ich. Jesus, auf dich vertraue ich. Deine Liebe überlasse ich mich. Deine Jesus,